Da wir in der letzten Folge diese ganzen Villager hier geholt haben, brauchen wir jetzt erstmal einen Job für die. Dafür haben wir jede Menge Blöcke zur Auswahl. Ich brauche aber hauptsächlich den Librarian und den Bogner, damit der mir meine ganzen Strings von dem kaputten String-Duplizierer abkaufen kann. Das heißt, heute holen wir noch ein paar restliche Villager von da drüben und die hier werden einen Job bekommen. Und zwar angefangen mit ihm. Oder auch nicht ihm. Bro, Leute, ihr könnt nicht alle hier auf dem Spot chillen. Zweiter Spot, wer will noch Bogner werden? Nein, du musst raus! So, und jetzt der Bogner bitte rein, der Bogner rein. Ja, danke schön. Ja, gehen wir bitte rein, gehen wir rein, gehen wir rein, gehen wir rein. Gehen wir rein. Nein, du sollst rein, nicht raus! Nein, bleib da drin! Bleibst du da drinne! Jetzt weiß ich, warum ich so lange keine Villager hatte. Alright, wir haben wieder zwei Bogner. Müssen wir dann nur noch ein bisschen hochleveln und dann passt das. Jetzt holen wir noch mal ein paar andere aus dem anderen Dorf. Oh, perfekt, hier ist schon ein neuer Mini-Villager. Und dann kann auch schon der erste Librarian seinen Job annehmen. Stimmt, hier wartet ja noch eine. Jetzt ist die Frage, wo sind noch Betten in dem Dorf? Alle Betten müssen weg. Okay, gut, das wären dann soweit alle. Dann fliege ich nochmal schnell wieder zurück. Das nächste Enchantment, das wir brauchen, wird Unbreaking sein. Und wir müssen dann ja auch wieder zombifizieren. Ich würde sagen, die Bogner packen wir eigentlich auch mal da unten hin. Und dann können wir auch langsam mal dran denken, einen Secret-Eingang zu designen. Oh, wir hatten ja schon ein Smithing-Table. Naja, jetzt haben wir zwei. Und wir haben einen Lectern. Perfekt. Und wer von euch will es denn sein? Ja, nicht du, du hast schon einen Job. Raus hier. Ja, mit dir. Unbreaking 1. Ist leider nicht gut genug. Da brauche ich schon 3. Könnte jetzt eine Weile dauern. Oh je, ist es Nacht. Schnell pennen. Weil jetzt wäre es fatal, wenn ein Creeper das alles wieder hochsprengen würde. Jetzt kommt ein Cut zu, wenn ein Creeper alles hochsprengt. Bro, und dann nicht mal mit der Axt. Aber wenn wir ihn eh zombifizieren, da vergisst er das. Ah, da ist es ja. Perfekt. Dann locken wir den Trade ein. Mit ihm in die Zombification Area. Dann warten wir jetzt noch auf einen Zombie bei Nacht. Der kommt dann hier rein. Und dann ist alles set to go für den nächsten Villager in der Zombie Farm. In der Zombie Farm. In der Zombie Farm, Digga. Wahrscheinlich ist es eine Zombie Farm, ne? In der Trading Halle natürlich. Dann müssen wir auch so langsam mal an die Erweiterung denken. Und zwar werden wir das so machen. Hier kommt ein cooler Redstone-Eingang rein. Irgendwie so, ich spring hier. Und dann öffnet sich das und ich lande unten oder so. Dafür wäre Powdered Snow ganz gut. Das heißt, wir schnappen uns einen der zahlreichen Eimer, die wir von der Gunpowder Farm haben. Schnappen uns die kaputte Elytra und gucken mal, ob wir hier irgendwo in der Nähe Gunpowder finden. Da hinten wäre Schnee. Naja, dann müssen wir das wohl noch ein bisschen auf uns sitzen lassen. Aber was wir schon mal holen können, ist in der Nacht dann die Slime Balls. Ich glaube, ich sollte vorher mal die Elytra wieder ein bisschen reparieren. Bro, war ich hier unten eigentlich schon mal? Hier sind safe mega viele Dias. Ja, moin, der Pfeil ist einfach an mir abgeprallt, billig. Könnte gerne öfters passieren. Alright, durch die Strecke kann ich mich jetzt auch viel besser orientieren. Das heißt, es ist Nacht, wir fliegen mal hinter zu dem Sumpf, wo hoffentlich Slimes heute spawnen. Oh ja, da ist ja schon der erste. Oh mein Gott, Bro. Mist, so einen Aufstand machen, wenn ich hier einmal gelandet bin. Nice, denn die brauchen wir für Sticky Pistons und Sticky Pistons brauchen wir für die Secret Door. Also für die geheime Tür. Hier haben wir 1, 2, 4er nebeneinander. So, ich würde sagen, wir gehen erst nochmal zurück. Oh ne. So, die Monster könnten mir jetzt ein paar Probleme bereiten. Na weg, na weg. Oh, warte mal, ich habe doch einen Bogen. Headshot. Yes. Jetzt erstmal zur Planung von dem Eingang. Ich würde sagen, wir gehen hier hin, machen das hier weg, so, dass ich quasi... Nein! 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 Ey, warte mal, ich hab's doch vorhin sogar noch gesagt, ey.
Ich hab's vorhin sogar noch gesagt. Super, ich glaube, damit habe ich so ein bisschen heraufbeschworen. Dama, wenn du den Job haben willst, dann musst du auch ins Loch rein. Trade muss ich dann zwar nochmal resetten, aber wieso ist hier nur noch das Kind? Wie viele sind denn bei der Explosion draufgegangen, Digga? Ich habe schon wieder keine Villager mehr hier. Wir fliegen nochmal schnell rüber in das andere Dorf, aber ich fürchte, so langsam haben die auch keine mehr da drüben. Ja gut, ich meine, ein Kind haben wir ja noch. Aber wir können nicht mit so hohen Verlusten weiterarbeiten, das geht ja nicht. Aber was wollte ich denn erklären? Ich glaube, ja, hier dann quasi so reinspringen kann. Der Block wird dann einfach nach unten und zur Seite gezogen. Und dafür brauchen wir 4 Pistons und wir haben nur 2 Slime Balls. Das bedeutet, wir brauchen noch mehr Slime Balls. Alright, 3 Pistons, aber nur 2 Sticky. So. So, jetzt müssen wir erstmal den Villager zombifizieren. Oh, da spawnt schon was. Das ist gut. Ein da. Ah, ne. Okay, gut. Nein! Ey, wieso haben wir so einen großen Villager-Schwund? Er ist zombifiziert. Nein! Ey, ich hasse diese Creeper. Bro, ey, ich schwöre, ich mache meine ganze Arbeit einfach vom Vortag rückgängig. Aber eine Sache will ich noch machen, und zwar den einen Slimeball holen. Es sind schon wieder 2 Creeper hinter mir. Was ist denn das? Ah! Bro! Was ist das denn jetzt? Ein Skelett mit meinem Schwert und Diaschuhen. Bro, wie soll ich denn dagegen fighten? I mean, ja, cool. Und stuff. Ich hab... Ich hab kein Essen eingesammelt. Ich bin gleich wieder tot, ne? Ich bin so wieder tot. Doch, ich hab Essen. Nein! Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir! Tschüss! Schau doch ein Schild! Bro, ich hab ein Dia-Skelett gefunden! Oh mein Gott, und das hat doch überhaupt nicht gerade meinen Loot aufgenommen! Ah! Hilfe! Bro, was soll ich denn dagegen schon wieder machen? Okay, er ist einfach Sniper. Das ist mein Hauptfeind Nummer 1 ab jetzt. Das gibt aber sowas von Rache an den Skeletten. Okay, Bro. Bogenduell. Da kommt der Sniper-Schuss, der erste. Bam. 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 Kann sich nicht mal wehren. Wurde Noob. Bam. Bam. Bruder, er macht halt nichts. So, habe ich das, was ich wollte? Nö, ich habe sogar noch... Ja, Leute, ich würde sagen, das Ganze fahren wir in der nächsten Folge hoffentlich. Läuft es dann bisschen besser als heute. Und bevor ich noch meine ganze Welt in die Luft spreng, sage ich jetzt lieber Ciao.